Boah, war das eine ätzende Stelle. Scheiße. Na gut, aber wir haben es einigermaßen hinbekommen. Einigermaßen. So. Bisschen Munition haben wir wieder. Carlos, hier Jill. Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Ja. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Bin ich dein Partner. So, hier können wir jetzt aufmachen, ne? Mit Le Dietrich. Bitte sag mir, da sind gute Sachen drin. So eine Panzerfaust wäre ganz nett. Ja, oder Pistole, das geht auch. Also Munition. Hier haben wir jetzt alles. Wir müssen nie wieder zurückkommen. Boah, diese Viecher. Ich habe so viel Munition verbraten. So viel Munition einfach. Und ich bin so ein Sparfuchs. Das nervt mich ohne Ende jetzt. Egal. Okay, U-Bahn, Unterwerk haben wir geschafft. Wir gehen jetzt hier hin, weil da gibt es ein einfaches Schloss. In die Garage. Den Weg kennen wir. Oh! Willst du mich verarschen? Aua. Alter, da war diese scheiß Mülltonne im Weg jetzt. Ich habe auch nur Pech. Ich habe auch nur Pech. Läuft der? Der läuft! Alter! Boah, lass mich los, ey. Ich habe andere Probleme. Du kommst mir hier nicht nach, oder? Carlos, das Ding ist noch am Leben. Es ist hinter mir her. Was? Lauf! Komm zurück zur Station! Ja, ja. Ey, ich muss jetzt das Stellwerk hochfahren. Alter. Safe Room? Safe Room. Oh mein Gott. Alter, was ist denn hier los? Er ist auf jeden Fall schneller geworden als im zweiten Teil. Gut, das ist, das war mir schon klar. Ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ist das derselbe Typ aus dem zweiten Teil? Das weiß ich gerade gar nicht. Okay, ich bin schon wieder angeschlagen. Ich habe aber nichts mehr. Außer das erste Hilfespray, das ich mir gerade gekrallt habe. Aber warnen. Naja, noch nicht. Gleich erst. Okay, ich muss einen Plan machen. Wo will ich denn hin? Zum einfachen Schloss. Hier ist eine Tür mit Vorhängeschloss. Kann ich das damit auch irgendwie? Pistolenmunition. Habe ich das übersehen? Oh, das müssen wir uns holen. Denk mal, einfaches Schloss. Ich gucke erstmal hier. Tür mit Vorhängeschloss. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Gleich kommt er wieder, ne? Ich sehe es auch schon. Die werden gespawnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ciao. Nee, ich. Okay, jetzt ist im Moment nur Rennen angesagt. Okay, der will, dass ich hier lang laufe. Das ist auch absolut mein Weg. Okay, Moment. Ey, da waren wir. Zugekettete Tür, da waren wir. U-Bahn-Büro. Wir müssen ins U-Bahn-Büro. Hier. U-Bahn-Büro. Nee. Nee. Ach, hier. Einfaches Schloss. Waffenschrank. Schalttafel, einfaches Schloss. Ja, wir gehen erstmal. Wir gehen erstmal dahin. Das gibt's doch nicht. Man kann den nicht ausweichen, ne? Ist der Typ immer noch hinter mir? Nee. So, wir müssen hier rein. Ja, ich weiß, wir sind in Gefahr. Moment, hier. Boah, ist das ätzend. Dass hier wieder die Zombies rumlaufen, ne? Das finde ich echt ätzend. Ich dachte, wir hätten die alle. Da hätten wir gar nicht hier hin brauchen beim ersten Mal. Ich habe so viel Munition hier verballert. Egal, was soll ich machen. Komme ich jetzt eigentlich hier dran? Ja, klar. Ja, bitte. Ja. Le Flint. Die M3 Flinte. Vielen Dank. Ja, nehme ich. Ist jetzt auf welchem Slot? Auf dem linken. Okay, boah, yes.
Das gefällt mir sehr gut. Aber hier können wir auch noch das einfache Schloss öffnen mit unserem Dietrich. Boah, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Der Typ macht mich einfach fertig. Erste-Hilfe-Spray, sehr schön. So, das Gewehr haben wir auf unserem Rücken gepackt. Hier ist nichts mehr drin. Jetzt sag mir nicht, da kommt wieder irgendjemand um die Ecke geschissen. Nein. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super, jetzt musst du eine Route festlegen. Hm? Okay, eine Sekunde. Ja, eine Sekunde. Ich muss noch die Kiste hier aufmachen, wenn das okay ist. So. Ich hoffe, das geht. Ja, das geht. Nice. Flintenmunition. Ja, nehme ich. Und lad direkt nach. Geht nicht. 4 Schuss ist das Maximum? Was hat denn für eine Billigflinte? So. Okay, hier kann man sonst nichts mehr machen. Nee. Okay, cool. Cool. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Okay. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Na klar. Was zum Henker? RE, Redstone Street und FO ist Fox Park. Da müssen wir hin. Okay. Wir müssen erst zum, wie heißt das? Faust Avenue. FA. Und zwar mit der 03, glaube ich. Ist das die 03? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Okay, Redstone Street ist 01. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Da ist ein bisschen unleserlich hier. Diese 03 ist das, glaube ich. Faust Avenue. So, und da müssen wir auf jeden Fall zu Raccoon Central Station. Ist das RA? Ich wüsste jetzt nicht, was es sonst sein soll. ST ist wahrscheinlich Stoneville. Ja, müsste RA sein, ne? SA ist St. Michael's. FA ist Faust Avenue, na klar. FO ist, was ist denn FO? Stoneville, Fox Park. Ach so, na klar. Dann ist das RA. Und dann müssen wir ne, Moment. Da kommen wir, da kommen wir ja gar nicht hin. Doch, da kommen wir hin. Über St. Michael's Clock Tower. S.A. St. Michael müsste das sein, ne? Ja, aber was sind das für Linien? Scheiße. Ist das die 03 oder ist das die 02? Hier steht 01 bei denen. Ich weiß nicht, was die Zahlen heißen sollen. 03 ist das, glaube ich, hier auch. Und bei St. Michael's ist 02? Probier's mal. Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Oh, da stehen die Routen. 02. Okay, Moment. Open ist hier. 02. Dann nochmal. Ja, 02. Boah, das ist. Ich kann das bei. Unter Raccoon Central Station, da steht irgendwas drin, ne? Ich kann das überhaupt nicht erkennen. Das ist viel zu hell. 03 ist es, glaube ich. Also 02, 03, 01. 02, 03, 01. Probier's mal. Jo, das ist richtig. Nein, ist nicht richtig. 02 am Ende, ne? Ah, 02. Ja, okay. Sorry. Ich war bei dem. Gültige nicht. Route bestätigt. Ja, Carlos, das passt. Ich hab uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Na klar. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Mhm. Na klar. Ich habe so das Gefühl, wir werden auf dem Weg, werden wir Besuch bekommen. Hier können wir nichts mehr abgraben. Wir gehen wieder raus. Und wer wartet hier draußen auf uns? Niemand. Okay. Was zum Teufel? Ja. Was zum Henker bist du denn? Okay, der hat gerade seinen Mund geschlossen. Muss er seinen Mund öffnen? Was?
Okay, das geht gerade gar nicht. Ich hau ab. Mir scheißegal. Na, das läuft ja super. Alter. Was ist das für ein Kackvieh? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ob wir das wegbekommen jetzt. Ich hab gar keinen Bedarf, es wegzubekommen. Wieso kommst du eigentlich jetzt hier rein? Schau mal. Da steht noch so ein Vieh. Tresor, da können wir eh noch nichts machen. Einfaches Schloss, da könnten wir nochmal hin. Wie kommen wir da hin? Donutladen. Ja, komm, da können wir rein. Wenn du uns lässt, mein Freund. Wenn du uns lässt. Pff, da liegt da noch ein. Noch so ein Vieh, so ein Tentakelkopf. Keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Scheiße. Okay, es ist. Ich dachte, es wird hier schön chillig und so. Ich habe schon die ganzen Straßen freigeräumt, aber nein. Das Spiel denkt gar nicht dran, mich chillen zu lassen. So, Jammer, okay. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir. Die weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Shotgun oft nutzen werden. Die Handgranate. Könnten wir eigentlich gebrauchen, aber ich leg die mal weg. Brauchen wir gerade nicht. Die Munition brauchen wir auch gerade nicht. So, ja. Und ich speichere nochmal kurz ab. Aber diesmal hier. So, komm. Kitchen. So, wir sind jetzt im Kitchen, wie es aussieht. Okay, wir müssen einen Plan schmieden. Wo wollen wir denn jetzt noch hin? Oder wo müssen wir überhaupt hin? Hier würde ich gerne die Pistolenmunition abgreifen, aber... wir sollen ja zur U-Bahn-Station zurück. Wir müssen eh da lang. Okay. Ja, komm. Oh. Oh. Oh nein, er macht diese Viecher. Oh, leck mich doch mal. Genau. Oh, hat nicht geklappt. Das hat überhaupt nicht geklappt. Weißt du, wir können gar nicht entkommen. Wir können da nicht entkommen. Das ist ja ein Hohn. Nein, 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 Mann. Wo ist die Pistolenmunition eigentlich? Ist sie hier irgendwo? Da, da, da. Okay. Das war alles, was ich wollte. Ich komm nicht an der Ollen vorbei. Wofür ist das eigentlich gedacht, diese Ausweichfunktion? Wenn man da noch nicht mal dran vorbeikommt. Der ist am Pissen oder was? Wie oft der uns schon erwischt hat. Wo ist nochmal diese scheiß Station? Hier rechts. Ohohoho. Ja, mach ganz in Ruhe. Das Spiel macht mich fertig. Denkmal, einfaches Schloss. Das machen wir auf. Wenigstens ein Erfolgserlebnis. Ja, hier. Was haben wir denn da Schönes drin? Ja, wunderbar. Flintenmunition. Wir sollten die Flinte wahrscheinlich benutzen, ne? Das will uns das Spiel doch damit sagen. So. Okay, Denkmal haben wir. Wobei. Soll ich die? Scheiß drauf. Wir gehen erstmal zu Carlos. Carlos Esteban. Gucken, was er zu sagen hat, der Gute. Alter, wir haben uns durch die City gekämpft. Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Oh. Nikolai. Wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Mhm. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Ich hoffe nicht. Entschuldigung. Sie
Sie sind alle etwas nervös. Oh. Ich wüsste ja nicht warum. Warum sollte man denn hier nervös sein? Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, warte! Bist du denn warte. Verrückt? Nein! Komm schon! Ich wollte doch nur dieses Alter, dieser Typ, ne? Gefahr. Wach auf! Weil er fliegt wahrscheinlich gleich wieder durch irgendeine Wand oder so, ne? Oh. Ach doch! Du willst mich doch verarschen. Boah, Jill, ne? Also, wenn jemand langsam ist, dann bist du das. Eindeutig du. Vielleicht damit. Mach, 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 mach. Nein, das bringt nichts. Ich muss nachladen, ich... Ah! So ein Mist, ey. Ja, toll. Wo hast du denn jetzt gespeichert? Wo hab ich jetzt gespeichert? Nimmt der ein Autosave oder mein Save von letztem Mal? Der Typ, ne? Man muss tatsächlich auf ihn ballern, weil sonst wird man den nicht los, glaube ich. Also es ist nicht wie bei Teil 2, wo man einfach wegläuft. Ich glaube, ich habe nicht einmal auf... Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Okay, okay, sie ist sauer. Und sie hat auch allen Grund dazu. Warnung, ja, wir sollten das Ding eigentlich nehmen, weil wir dann schneller sind, aber shit drauf. Wir nehmen das hier mit. Und versuchen uns direkt an dem Ding hier. Mach das Ding doch einfach kaputt! Und wo kommt der jetzt? Aha, von der Seite. Alter, wie schnell der auch ist. Was ist denn los? Oh, da ist ja ein Fass. Was ist jetzt? Nehmen wir es neben sich. Ja, ja, ja. Ja, dann nimm sie. Nutz sie. Ich habe das Fass vorhin gar nicht gesehen. Das sollten wir vielleicht öfter nutzen. Okay. Müssen wir weiter rennen? Kommt der jetzt hinter uns her? Wahrscheinlich, ne? Schließ das Ding! Selbst da kommt er nicht durch. Da kommt er never durch. Also wenn er da durchkommt, dann gebe ich auf. Dann gebe ich auf. Oh. Carlos, hörst du mich? Carlos! Okay, kein Carlos. Anderen Ausgang finden. Naja, kriegen wir hin. Und hier können wir auch direkt speichern unserem Zeug. Sehr nobel. Oh, rotes Kraut. Ich nehme alles mit, was ich kann. Pistole. Shotgun. Nice. Okay. Ich hab hier sonst nichts mehr. Ne? Ich lasse das mal da. Das rote Kraut kann weg. Das kann man nicht stacken. Lege ich also auch weg erstmal. Ups, das wollte ich nicht. Das weg. Bolzenschneider kann weg? Echt? Brauchen wir das nicht mehr? Da ist ein Müllcontainerzeichen daneben. Ja, dann würde ich sagen. Ah, wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Mülleimer-Symbol tragen, wegwerfen, indem sie im Inventar wegwerfen wählen. Adios, Bolzenschneider. Ich hätte gedacht, dass wir dich öfter brauchen, aber wohl nicht. So, wir haben ein bisschen Munition hierfür, ein bisschen Munition dafür. Das würde ich aber gerne weglegen. Wobei, brauche ich das Messer? Brauche ich das Messer? Ich glaube nicht. Scheiß drauf. Scheiß auf das Messer. Ich speichere nochmal.
Oh Gott, dieses Spiel macht mich... Oh, ich werde wieder 100 Jahre älter. Ich merke schon, bei diesem Spiel immer. Charakter Jill. Man kann auch... Also wenn man speichert, steht der Charakter Jill. Kann man etwa jemand anderes noch wählen? Vielleicht im zweiten Durchgang oder so? Das wäre interessant. That would be very interesting. So, da ist ein schöner... Was ist das? Ist das so eine Gürteltasche? Ich hoffe. Weil, wie komme ich denn da hin? Büro des Leiters. Hä? So. Moment. Karte der Kanalisation. Um Himmels Willen. Es tut mir leid, das habe ich wohl verpasst. Ihr habt mich nicht gut genug umgesehen, wie es aussieht. Wo war die denn? Ach, guck mal hier. Karte der Kanalisation. Jawohl, vielen Dank. So. Okay. Mhm. Hier kann man ein bisschen planen, wenigstens. Okay, der Raum hier, der ist gar nicht eingezeichnet, wo die Tasche rumliegt. Das heißt, wir müssen erstmal hier lang. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. So ist es. So ist es, Jill. Und jetzt torkel dich zum nächsten Korridor. Okay, hier geht's runter. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Es war schlimmer als dieser Nemesis, glaube ich. Wobei, nichts ist schlimmer als Nemesis, glaube ich. Was fällt denn hier alles runter? Ja, ekelerregend. Okay, wir sind jetzt in dieser Kloake hier. Ich weiß nicht so recht, ob wir hier irgendwas aufschnappen können, aber wahrscheinlich nicht, ne? Ich komme gleich nochmal wieder. Ich gucke nochmal hier. Was ist das hier? Die Bretter aus dem zweiten Teil. Dass man die Fenster zu brettern kann, ist aber nicht der Fall. Hier, da ist eine Notiz. Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlagen wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser. Was? Ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Wir brauchen einen Akku. Wahrscheinlich, um durch diese Tür zu kommen. Ja, Alter, ist ja voll der große Akku. Was soll man immer mit sich rumtragen? Wie bescheuert ist das denn? Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Naja, ein Akku. Das hast du gerade gelesen. Mann, Jill. Okay, die Leiter kriegen wir nicht runter von hier. Das bedeutet wohl, wir müssen in dieses schöne, saubere Wasser hier. Ich freue mich sehr. Kann man hier irgendwas holen? Nein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, nee. Oh, oh Gott. Ja. Die Klamotten muss ich verbrennen. Wenn das mal reicht. Wenn das mal reicht, liebe Jill. Also, ich hoffe, wir werden hier nicht überrascht von irgendwas Ekelhaftem. Okay, laut Map. Wir sollten erstmal hier in dieses Büro. Wir gehen mal geradeaus weiter. Ich habe gerade schon einen Schatten hinter mir gesehen. Ich sehe schon... Wow! Okay, wenn er sein Maul aufmacht. Mach lang. Alter, was bist du denn jetzt? Alter, ist das ekelhaft. Gut, dass wir die Shotgun mitgenommen haben. Mit der Pistole hätten wir das niemals weggehauen. Alter, das kam aus diesem Rohr. Bah. Boah, bitte sag mir nicht, da gibt es mehrere von diesen Viechern. Mit Sicherheit gibt es mehrere von diesen Viechern. Ich glaube schon. So, sind wir hier im Büro gelandet? Was ist das? Ein Granatwerfer? Okay, das ist jetzt etwas random, aber... Den nehme ich. What? Brandgranaten. Also, Rechnung vom Gunshop Kendo.
Vielen Dank für Ihren Kauf eines XXX Granatwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein generalüberholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten, Sprengstoff mal A mal 2, Brandgranaten, Sprengstoff A plus Sprengstoff B, Säuregranaten, Sprengstoff B mal 2. Okay, das, so kann man die wahrscheinlich herstellen. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würden uns gegen die Gammas nicht helfen. Gegen die Gammas? Ja, Gammas. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Wahrscheinlich, ne? Ja. Sprengstoff B. Ja, nehmen wir mit. War's das? Ja. Gut, dass wir hingekommen sind. Denke ich. Das scheint mir eine gute Waffe zu sein. Aber die will ich nicht nutzen. Ich sollte sie wahrscheinlich nutzen, aber ich will nicht. Blindenmunition kann ich hier draufstecken. Die nehmen wir gerne mit, aber... Diesen Granatwerfer? Alter, den will ich mir aufheben. Oh. Tagebuch des Forschungsassistenten. Sorry. 4. März. Wassertemperatur 18 Grad. pH-Wert 6,8. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung träge. Kampfpotenzial gering. Gammas, sind das diese Viecher, die wir gerade getroffen haben? 18. April. Wassertemperatur 20 Grad. pH 6,8. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Ihr Schweine, ey, ihr habt diese Viecher hergestellt. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Wofür? Alter. 30. Juni, Wassertemperatur 22 Grad, pH-Wert 6,2. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carlyle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, Wassertemperatur 25 Grad, pH-Wert sinkt auf 5,8. Es ist jetzt 2 Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September, Wassertemperatur 23 Grad. Ist wieder gesunken, ne? Gesunken? Ja. pH 6,1, schlechter geworden. Wir hatten Glück, dass uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur wieder gesunken, pH-Wert gleich geblieben. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hatte sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsehen. Alter, ihr seid doch krank, Mann. Sollte ich den mitnehmen? Gegen diese Gammas? Vielleicht. Ich nehme die mal mit. Nur mal so. Nur mal so, Interesse halber. Ich will mal sehen, ob das wirklich hilft. So. Jetzt mal im Büro. Wobei, bevor wir gehen, ich würde gerne wieder speichern. Warum auch nicht? Scheiß drauf. Zähler. Da gibt es einen Speicherzähler. Mein Gott. Okay. So, wir gehen wieder runter. Und jetzt. Ja. Habt ihr noch... Wahrscheinlich kommt hier noch so ein Gamma vorbeigeschissen, oder? Sag mal, hier in der Ecke? Was gibt's denn hier noch zu tun? Wahrscheinlich die Leiter, ne?
Ja, wahrscheinlich. Wir gehen mal links lang. Ich könnte darauf wetten, dass hier irgendwo so ein ekelhafter... Ich warte mal, ich guck mal, ob das was bringt. Wow, ein Schuss. Nice. Ich brauche mehr Granaten. Ich brauche mehr Brandgranaten. Ich hoffe, ich finde hier Brandgranaten. Oder muss ich die alle selber herstellen? Ich hoffe einfach, es kommt kein Kammer mehr. Bitte, bitte sag mir, es kommt keiner mehr. Oh, so eine schöne Dusche. Jetzt so eine schöne, schöne Kloakendusche. Oh, hier kann man sogar durch. Bah. Bäh. Sorry, Jill. So, sorry, wirklich. Das wollte ich nicht. Labor. Sollten wir ins Labor? Okay. Da geht's auf jeden Fall wieder zurück. Wir gehen erstmal... Hä, hey, Moment. Von da kamen wir. Hier geht's ins Labor. Okay. Wow, alles klar. Öffne dein Maul, mein Freund. Okay, wir haben keine Munition mehr jetzt. Es hilft nichts. Boah, aber der Granatwerfer ist mega. Stirb endlich, Mann. Doch. Weh, es kommt noch so ein Vieh. Was ist das? Ich hoffe, es kommen noch Viecher. Geil. Kann ich... Oh, das wollte ich echt nicht. Nein, das wollte ich wirklich nicht. Nachladen, bitte. Yes. So, jetzt sind wir wieder gewappnet. Okay. jetzt kann Nemesis kommen. Scheiß auf alle. Ist hier das Labor? Hier ist das Labor. Hallo, liebes Labor. Okay, so ein bisschen overpowered mit dem Granatwerfer rumzulaufen wahrscheinlich. Und kaum sage ich, es kommt bestimmt ein Gamma vorbei. Schießpulver. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. So, hier. Dietrich. Olli Dietrich. So, was hast du denn? Brandgranaten. Sprengstoff A. Ja, ist okay. Nehmen wir mit. Aber jetzt haben wir auch schon gar keinen Platz mehr. Psst. Gibt's hier noch... hier gibt es bestimmt noch irgendwas Wichtiges, oder? Hochwertiges Schießpulver gibt es hier. Hm. Oh, da ist der Akku. Wir haben kein... Oh, der braucht sogar zwei Slots. Du willst mich doch verarschen. Okay, wir lassen ihn hier. Wir müssen kurz zur Kiste. Wir müssen zur Kiste. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Wobei, das kann ich ja noch lesen. Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge. Es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflogen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringes als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaft überlegen seid. Natürlich. Mach das mal, du crazy Frog. Okay, wir brauchen 1, 2, 3, 4 Slots brauchen wir frei, um alles mitzunehmen. Glaube ich. Hoffe ich. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen.
Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.